Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem Pusher-Video. Ja, vielleicht machst du weiter. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Community-Push-Video. Eine ganz andere Einleitung, war selber gerade überrascht. Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja, und wir sind wieder bei einer neuen Promotion, der neue Gast ist ja auch am Start, aber stell dich doch am besten noch vor. Ja, ich bin der Lago von GameStream. Ja, das war's auch schon. Ja, er ist mutig. So ist das, ne? Und wie geht's dir so? Oh, mir geht's ganz gut. Und selber? Ja, man lebt halt, hä? Würde man sagen. So, ne? Geil, hä? Und sehr freust geil. Dich dabei zu sein? Ja, klar, freue ich mich. Ja, geile Aktion auf jeden Fall, finde ich. Super duper trooper. Ja. Dann können es noch meinen Zuschauern sagen, was sie gerade im Hintergrund sehen. Ja, ihr seht gerade ein kleines Gameplay-Video von Watch Dogs, was ich halt gespielt habe. Ja, das habe ich gewählt, weil ich finde, dass man das gut sehen kann, weil es eine schöne Grafik hat und mir fiel gerade nichts Besseres ein. So. Watch Dogs, super geiles Spiel, kann man nur sagen. Jo, gut, fangen wir gleich mit dem Interview an, oder? Jo. Okay. Dann zur ersten Frage, Name deines Kanals, kannst du ja nochmal wiederholen und wie kamst du auf deinen Namen? Ja, der Name GameStream und ich kam folgendermaßen drauf, der hieß nämlich am Anfang noch Lago Stream, weil ich ja halt Lago nicht nenne, ne? Und ja, genau, und dann kamen halt noch Freunde von mir dazu und deswegen dachten wir, es passt nicht mehr so gut, weil wir mehr waren. Und ja, dann dachten wir einfach GameStream, weil das halt einfach am besten beschreibt, was wir machen, würde ich mal sagen. Okay. Aber jo, dann ist das super. Wie viele Leute seid ihr? 2, 3, 4, 5? Wir sind 3. Okay. Alles enge Kollegen. Genau. Okay, ja. Mehr Leute macht es immer Spaß. Ja. Oh, super. Dann zur zweiten Frage. Was machst du oder ihr genau auf dem Kanal? Ja, wie die meisten wahrscheinlich ganz normale Let's Plays, aber momentan keine Story-Let's Plays, weil, keine Ahnung, hatten wir nicht so Lust drauf. Und auch ab und zu Real-Life-Videos zu besonderen Anlässen und Epic-Gaming-Moments, ja. Okay, einfach nur Epic? Einfach nur Epic. Einfach nur Epic. Super. Was für Epic-Moments? Ja, weiß nicht, man spielt ja mal und dann hat man vielleicht witzige Momente oder Fails. Fails, genau, meistens, ja. Ja. Genau, und das schneiden wir zusammen, ein bisschen okay. Musik drüber. Special ja. Moments. Genau. Okay, ab zur dritten Frage. Wie aktiv seid ihr auf eurem Kanal und aktuelle Projekte? Aktivität, würde ich sagen. Mehrmals die Woche, wenn das so gemeint ist, die Frage. Also wie viele Videos am Tag oder in der Woche? Ja, ich würde sagen, in der Woche 2, 3, 4, so ungefähr. Und aktuelle Projekte haben wir ziemlich viel. Wir battlen uns manchmal. Und Zombie-Modus bei Black Ops 2. Was haben wir noch? Die Epic Gaming Moments halt. Counter-Strike, Global Offensive machen wir. Ja, ungefähr also das. Jede Menge Abwechslung. Jo. Gut, dann zur vierten und vorletzten Frage. Was habt ihr oder du auf eurem Kanal in Zukunft geplant? In Zukunft natürlich das, was die Leute sehen möchten. Also immer das, was die Zuschauer halt nachfragen. Und ja, das, worauf wir halt Bock haben immer so, ne? Nichts Besonderes eigentlich. Irgendwelche Spiele, die am Ende des Jahres kommen? Irgendwie was? Also The Crew, das würde ich mir ganz gerne mal holen und natürlich auch aufnehmen. Das sah ziemlich cool aus. Und ja, so ein, zwei Titel, The Division vielleicht noch. Sowas. Okay, wird spontan entschieden, was man dann aufnimmt. Genau. Okay, lass knacken. Dann zur fünften und letzten Frage. Gamescom 2014, bist du dabei? Ich weiß es nicht, ich wurde schon von ein paar Leuten gefragt, allerdings war ich letztes Jahr schon da und ich weiß nicht, ob ich da so Zeit habe wegen Urlaub und so weiter. Ich denke wahrscheinlich eher nicht. Okay, aber er hält sich auf dem Laufenden, was so ja. Passiert. Super, dann danke, dass du dabei warst.
kein Ding. Hast du noch irgendeine Frage an mich? Eine Frage an dich. Ja, ich habe mich gefragt, wieso du diese ganze Push-Aktion überhaupt machst. Erstens, um wirklich coole Leute kennenzulernen. Also ich habe bei der Push-Aktion wirklich viele coole Leute kennengelernt. So wie mich halt, ne? Ja, wie dich. Also da lernt man echt einige kennen und mit dem auch späteren Zeitpunkt auch mehr zu tun hat, wenn man mehr Projekte machen möchte oder so. Okay. Und ja, ja, und auch ein bisschen auch meine eigene Community ein bisschen besser kennenzulernen. Alles klar. Das ist halt so ein Vorteil. Weil viele YouTuber wollen ja nur Abonnenten und kennen die Abonnenten nicht mal, haben nie mit einem Wort gewechselt oder so. Ja. Und da habe ich halt die Chance, dass man da welche kennenlernt. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Dann war's das mit dem Interview für heute. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für meine Zuschauer? Letzte Worte für deine Zuschauer. Ich würde sagen, ziemlich fett, dass ihr euch das anguckt und abonniert mich, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja. Keine Ahnung, das war's. Oh yeah, wenn ihr ihn von ihm mehr sehen wollt, geht auf seinen Kanal, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes schaut bei ihm vorbei, unterstützt ihn, abonniert ihn, gebt ihm Feedback, da wird er sich natürlich sehr freuen. Jo. Und ja, würde ich mal sagen, wir sind raus, bis zum nächsten Mal, tschüss.